Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der F1 2018 Karriere mit Jan. Hi. Hi. Regen? Ja, im Qualifying und im Rennen. Hey, bei mir steht im Rennen trocken. Also, am Anfang vom Qualifying, aber nur ganz schnell am Anfang. Deswegen, schnell raus. Fängt ich stell direkt nichts. Gleich an zu regnen. Innerhalb der ersten 5 Minuten soll es anfangen zu regnen im Qualifying. Das heißt, man muss jetzt ganz schnell in der Trockenzeit fahren. Alle anderen werden absolut rigged sein. Und am Ende des Rennens soll es einmal noch kurz regnen. Ganz am Ende. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Okay, geht zur Strecke. Komm, ich bin schon viel zu spät dran. Leute, letztes Rennen war... LOL! Ich musste gerade abbremsen. Das war ein unsafe release. Was? Die haben mir ihre Spackos rausgelassen. Oh mein Gott. Bremsen. Was laberst du? Egal, auf jeden Fall. Letztes Rennen war Weltklasse. Gab nur eine Folge auf beiden Kanälen. Mega geil. Könnt ihr euch schon denken, was los ist. Ich habe jetzt meinen Boxenstopp-Assistent wieder angemacht, der anscheinend einfach ausgestellt war. Warum auch immer, obwohl ich das gar nicht gemacht habe. Ansonsten alles so wie in letzter Folge, bloß dass wir heute besser fahren. Lecks sind natürlich immer noch am Start. Ich hoffe, dass die behoben sind, bis wir zum nächsten F1-Aufnahmetermin kommen. Ja. Spanien ist gar nicht so kacke, finde ich. Also geht. Ja, die Strecke an sich geht. Es war letzte Saison, war es halt kacke, weil. Ja, aber wobei diesmal ist Regen, das ist voll ätzend. Ja, ultra versaut. Regen ist. Ja, aber nicht viel. Also, wenn wir jetzt schnell unsere Runde fahren, dann bekommen wir vielleicht gar nicht so viel davon. Ja, ich gebe auch Gas. Am Ende in der Outlap gebe ich gerade auch Gas. Damit ja, ich gebe auch gerade in der Outlap Gas. Mach jetzt ein bisschen Abstand. Wenn ich dann mein Ding alles runtergestellt habe. Ich sehe mich nicht auf der Map, also keine Ahnung, wo der Abstand ist. Du bist der zweite von mir, glaube ich, nur. Das kann ich nicht genau sagen. Wenn du in dieser links-rechts bist, vor Startziel. Hab einen Bug. Ich hab einen Bug. Bist du jetzt links, rechts? Ich bin jetzt gerade links, rechts. Weil hinter dir ist noch ein blauer, ne? Scheiße. Der bin ich nicht. Mir zeigt's nicht an, wie viel Benzin ich hab. Das ist nicht geil. Wieso zeigt's mir nicht an, wie viel Benzin ich hab? Was soll der Scheiß? Keine Ahnung. Ohne Witz, diese Anzeige, wo normalerweise steht so und so viele Runden noch, das ist bei mir einfach nichts. Das ist nicht geil. Ich habe noch ein paar mehr mitgenommen, extra für die Trockenzeit. Weil ich gehofft habe, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. So, mit den Lecks. Nicht mehr mitgenommen, weil man kann ja eh nicht so viel fahren. Ja, kann man nicht, aber ja, ich bin schon raus, siehst du? Ja, fuck. Fuck it, Alter, warum? Ja, man muss halt jetzt eine gute Runde haben. Ja, hab ich nicht. Meine wird auch nicht. Ich bin rausgeflogen. Aber vielleicht reicht's ja. Ganz raus? Ja, ich habe halt nichts kaputt gemacht, aber ich bin raus von der Strecke. So. Das hat natürlich alles verloren. Und ich sehe schon die Tropfen, die ersten. Jo. Also ich werde auf jeden Fall wieder schlecht starten, von weiter hinten. Fuck, ich auch, bin auch raus. Da wollte ich zu viel. Du anscheinend auch. Fuck, der Doppeldreher. Und ja, so. Orangener Frontflügel. Ja, okay, dann ist bei dir ganz verloren. Ja, ich fahr rein in die Box. Ich kann vielleicht nur eine Runde fahren, auch wenn sie nicht gut wird. Weil es ja schon regnet. Leicht. Also das wird Alter. Aber dann crazy, weil es vielleicht starten dann irgendwelche anderen Leute von weiter vorne. Die halt. Ich werde wieder von ganz hinten rausgefahren sind. Also ich kann noch eine fahren, wo die Strecke relativ trocken ist, aber es ist schon leicht nass. Scheiße. So, wieder alles auf Maximum und sich direkt rausdrehen. Die ersten Rennen waren noch prinzipiell erstmal so gesehen nicht schlecht von der Leistung her jetzt. Waren sie auch nicht, bei dir halt zumindest. Ich bin 9. Jetzt kack hier gerade rein. 9. durch meine Runde, obwohl ich rausgeflogen bin. Was, ich rutsche leicht weg, obwohl ich das Gaspedal so langsam antrete. Das ist, ich mache das so sachte mit so viel Gefühl. Und es klappt trotzdem nicht. Warte gleich, wenn alle in der Box sind,
Dann. Machst du nochmal? Naja, ich mach halt mit Grün. Ne? Naja, aber das wird dann wahrscheinlich schlechter sein, das meine ich. Ja, logisch, aber also ich habe ja noch gar keine Zeit. Ich musste ja rein, ich hatte komplett rote Frontflügel. Jetzt ist vor mir einer, du willst mich doch verarschen. Ja, mich dreht's. Rote Frontflügel. Das war's dann wohl. Die Rundezeit war nicht schlecht. Aber verloren. Ich rutsch halt mit roten Reifen ultra geil. Aber ich hatte, glaube ich, minus 4 oder so, minus 4 Sekunden, also 4 Sekunden wäre es besser gewesen. Aber jetzt bin ich raus und muss an die Box. Ja, noch nicht auf Boah, ich komm nasse gar nicht in die Kurve rein, Junge. Reifen auswählen. Kann man noch nicht, was? So. Nee, irgendwie finde ich nicht die Option, um mir Intermediates aufzuziehen, aber es regnet doch ja, schon so krass. Also ich rutsche mit Rot Ultra. Und jetzt habe ich auch noch einen Frontflügel, der kacke ist. Also startet, also... Ja. Also solange ich meine Position nicht verliere, ich bin Elfter. Elfter wäre ich zufrieden, das ist okay. Zwar nicht in den Top 10, aber das ist okay. Mann. Ah, hier oben kann ich auf Nass. Ah. Habe ich es gefunden. Okay. Ich komme jetzt wieder rein und habe auch hier den Assistenten jetzt an. Sind auf jeden Fall gerade noch alle auf Rot unterwegs, die draußen ja sind. Ja, aber auf Rot kannst du nicht mehr fahren, also ich nicht. Nee. Nee, das sind die. Ah, das sind die Reifen, mit denen sie sich qualifiziert haben. Wir starten auf Trocknen. Lol. Oder? Nico Hülkenberg und Gasly hatte ich mit Intermediates überholt, obwohl du mit Rot gefahren bist. Naja, wir starten. Starten wir auf den Roten, mit denen wir jetzt gefahren sind, oder nicht? Nee, also wenn du dich jetzt nicht verbesserst, dann startest du auf den, aber ansonsten nicht. Ich fahr jetzt raus. Mich überholen alle nochmal. Ach, du bist noch gar nicht in der Box. Aber von den Plätzen her überholen mich alle. Ach so, ja. Obwohl ich halt mit Rot befahren bin. Ja, das bedeutet aber auch, dass du wahrscheinlich auch mit Grün eine bessere Zeit fahren kannst. Wo kann man das auswählen mit Also ich will nicht schon wieder... Ah, hier, ich seh's. Ja. Ne, also ich muss auf jeden Fall nochmal fahren mit Grün. Führt keinen Der letzte vorbei. Sektor, den fand ich schon letzte Saison kacke und diese Saison auch. Ja, der letzte ist schon anders. Nervig. Ich sehe ja schon wieder nicht, wie viel Benzin ich mit hab. Das ist einfach verarsche. Hä? Ich meine, ich hab's jetzt gerade wieder nicht eingeschaltet. Eigentlich dumm von mir, dass ich nichts dran geändert habe wieder. Aber trotzdem. Das ist doch kacke. Man muss doch sehen können beim. Das ist doch total wichtig. Sehen, wie viel Benzin man hat beim Qualifying. Ja, also ich sehe es. Ich sehe es. Ja, dann steht ja nach dem Benzin gemischt so eine Kommazahl. 5,88 bei mir, ja. Ja, das fehlt bei mir einfach. Das ist einfach nicht da. So, jetzt muss ich mich auf der Map suchen, bei der anderen bin ich, Anzeige. Da bist du, wir sind hintereinander, halt weit weg, aber wir sind nicht hintereinander. Viele noch an der Box, ich glaube ich war der 10. der jetzt rausgefahren ist. Ich bin echt weit nach unten gerutscht, also ich muss mit Intermediates echt nochmal gut fahren. Ich meine, meine Runde war ja absolut scheiße, weil ich meine Rundenzeit war mit rausfliegen. Ich war ja auf Gras und so, das war meine Rundenzeit, also es ist schon klar, dass sie nicht geil war. Ich hätte dann am Ende nochmal eine bessere gefahren, hätte es mich nicht hier rausgeht, wo es mich jetzt wieder rausgeht. Diesmal aber ohne Frontflügelschaden. Und auch nur wie Outlap. DRS deaktiviert. Okay, die sind alle nochmal reingefahren, ne? Wir sind die einzigen. Draußen. Du fährst schon eine gezeitete Runde. Holy crap. Ja, ich habe gerade angefangen. Junge, ist das ja schlimm. Das ist so ekelhaft.
Also die Strecke gefällt mir eh nicht, weil ich finde, man rutscht so oder so auf dieser Strecke, aber mit Regen ist die ja... Hässlich. Alter, ich bin am Driften, ich spiele Need for Speed gerade. So krass, ich hasse diese Strecke. Der dritte Sektor ist ganz kacke, aber auch mit Regen sind alle kacke. Ich bin kurz vor Startziel erstmal direkt raus, als ich Gas gegeben habe. Ja, das war bei mir jetzt auch nicht. Jetzt habe ich halt hässlich. Kein Tempo, ne? Bin halt ultra langsam. Ja, ich bin auch nicht gut auf Stadtziel gefahren. Oh, nö. Da hätte es mich beinahe von der Strecke katapultiert. Ey. Ich kann mich vielleicht vor dich setzen. Also vor dir kann ich mich qualifizieren vielleicht, aber vor den anderen nicht. Junge, wir werden wieder... Oh, lila Sektor. Lol, lila Sektor? Das ist krass. Von den anderen nicht. Erster... Meine Zeit wird... Nee, ich glaube, das hat er mir aber nur lila angezeigt, weil ich den sowieso schon hatte. Ich hatte nämlich mit roten Reifen hatte ich den nämlich lila gefahren im zweiten Sektor und das ist unmöglich, dass ich da jetzt gerade schneller war. Alter! Ich war ja fast in die Boxengasse. Junge, das ist so eine schlechte Runde. Und ich werde wieder, ich will ja noch eine fahren, aber das wird wieder so eine schlechte, weil ich da... Ich war gerade fast in der Box. Ich bin Platz 18. Okay. Welche Rundenzeit hast du? 1,39,0. Okay, ich bleib 20. Also ich komme nicht unter 1,40. Keinesfalls. Ich weiß, dass die Runde schlecht war wieder, weil ich sehr vorsichtig war, weil ich richtig Angst habe, weil ich ja schon ein paar Mal weggerutscht bin. Boah, ich bin jetzt gerade schon wieder fast eine Sekunde schneller. Ich gebe gerade fast die ganze Zeit nur so Halbgas. Also ich brauche das Training auf jeden Fall. Das werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall richtig angehen. Ja, ich aber auch. Das ist ja so krass. Ja, du bist noch besser als ich. Also, ich werde das Training auf jeden Fall angehen die nächsten Tage nochmal. Aber du bist echt schon viel besser als ich. Also, mit meiner momentanen Rundenzeit bin ich immer noch 20. geblieben. 1,41,0. Du bist 3 Sekunden gerade schon schneller. Ja, guck mal, krass. Starker Regen, was soll das denn? Auch das noch. Wo bist du? Fast Startziel. 3 Sekunden schneller. Heftig. Komm, wir sind doch Red Bull, ey. Wir müssen uns hier ein bisschen vorarbeiten. Noch die einzigen, die draußen sind. Oh nein, ich war 5 Sekunden schneller und jetzt habe ich meinen Reifen verloren. 5 Sekunden! Was? Oh, ich bin so vorsichtig gefahren, aber man rutscht und rutscht und hat gar keine Chance. Diese Stadtzielauffahrt ist so behindert. Ich kenn's. Also entweder rutscht man in die Box rein oder man rutscht links raus. Ich bin links raus und gerutscht. In die Box bin ich noch nicht raus. Bin jetzt zweimal in die Box gerutscht und... Einmal links raus und beim links raus hat es mir... Ich bin einmal links raus und dann bin ich 50 gefahren, da bin ich dann nicht gerutscht. Ich hätte es vielleicht bis zu Platz 10 geschafft. Das wäre schon krass. Alter. Ja, das ist... Alle anderen davor, die halt schneller waren, sind halt mit Trockenreifen. Ich kann auch an dich rankommen. Aber ich... Also hinter dich wenigstens. Ha, lol, du hast da Teile von mir irgendwie mitgenommen. Ah, du hast auch Srotkin überholt. Ja. Oder locker, Alter, aber wow, wie knapp. Locker, der fährt gleich raus und überholt dich nochmal. Nee. Das lasse ich nicht zu. Mann, die Runde war nicht schlecht. Für Regen war die echt nicht schlecht. Ich fahre noch einmal. Ich ärgere mich gerade so. Das ist so unglaublich ärgerlich. Aber wirklich. Wie weit bin ich von dir jedes entfernt? Rennen konnte einer Pictures machen. 0,3 Sekunden. Okay, ich kann dich rausfahren. Das ist so dumm. So dumm. Ich wäre der Beste in Regenreifen, hätte ich sein können. Ja, aber das heißt ja schon mal, dass du fürs Rennen ganz gut unterwegs bist. Ganz okay. Sagen wir es mal so. Übertreiben müssen wir jetzt nicht, aber es ist schon okay. Wie du gefahren bist, kann man mal machen. Wenn es einen dann mal auf dieser Strecke nicht raushaut und die Bots... Junge, auf Aserbaidschan war das auch der Shit bei dem Start.
Ja, das hoffen wir. Ich meine, wir von ganz hinten auf Bahrain oder was es war, das zweite Rennen, bin ich auch von ganz hinten gestartet. Aber da, die Strecke war halt breit genug, sodass ich halt rechts oder links an denen, die anbremsen, die so zusammen anbremsen, quasi vorbeifahren konnte. Und ich wusste, du bist links von mir, deswegen habe ich mich gar nicht getraut, nach links irgendwie zu fahren. Und bin halt, habe halt versucht rechts zu fahren, aber alle anderen waren auch komplett rechts in der Bande. Das heißt, ich bin, ja, ich hätte halt ultra früh bremsen können, weil ich konnte das gar nicht abschätzen, wann die Bots bremsen. Das heißt, ich bin ultra einfach voll auf die Bots drauf gefahren. Ich habe mich über dich gekämpft. Oh, ja, 17. Oder sogar. Ocon, Alter. Wow. Der wird mich aber wahrscheinlich nochmal überholen. Das ist so bitter, ich hätte einfach 10. werden können. Fährt der eine Outlap oder eine Runde? Sirotkin fährt eine Outlap. Schade, sonst hätte ich ihn jetzt aufhalten können. Meinen kann ich ja trotzdem, ne, aber... Fährst du eine Inlap? Ja, denk schon. Also es macht keinen Sinn, noch eine zu fahren, weil die gerade ist scheiße. Und es sind halt viele Autos unterwegs, gell. Ich kann halt nur gegen die Wand, damit mein Auto kaputt geht, dann ist die Zeit gleich übersprungen. Aber ich glaube, die überspringt auch so, weil du bist ja schon raus und ja. Ist sowieso nur noch 1,17. Ja, ich denke, die überspringt automatisch, wenn ich an die Box fahre. Ich würde nur gern vor Sirotkin und den dann kurz vor der Startziel nochmal ein bisschen ausbremsen. Aber es klappt irgendwie nicht. Sehr gut. Du schaffst es nicht, den letzten zu überholen. Nee, schaffe ich auch nicht. Aber ist mir auch egal. Ach ja, das ist doch wenigstens Kacke. Nicht letzter. Das ist die Hauptsache. Aserbaidschan, keine Punkte für Red Bull. Wir waren mit Red Bull sogar auf Platz 1, oder? In der Konstrukteur. Konstrukteur, nee. Nee, Konstrukteur nicht? Waren wir, glaube ich, Zweiter oder so. Zweiter oder Dritter? Ferrari war, glaube ich. Zweiter oder Dritter, auf, ja, jeden, auf Fall jeden Fall ganz knapp war es alles beieinander, aber trotzdem nicht Erster. Ja. Aber ich habe ja bisher nur 2 Punkte gegeben. Ja. Nice. Ja, ich wechsle meinen Akku, dann, ja, bis gleich. Boah, das ist so ein Witz. Ich wäre einfach wirklich auf Platz 10 gekommen. Und ja, jetzt bin ich auf Platz 20 und du bist auf Platz 19. Hä, hey, was? Als ob die mich nochmal überholt haben. Ja, doch, haben sie. Aber ich bin nicht Letzter, das ist schon mal gut. Konstrukteur sind wir gerade auf Platz 4. Force India hat uns auch überholt. Also wir sind gerade auf jeden Fall hinter unseren Erwartungen. Also du sowieso für, ja, Red Bull. Ja, ich bin echt scheiße. Wie gesagt, ich werde auch. A-Rangliste, ich mit Platz 4 ist für Red Bull eigentlich sogar... Ja, das, was normal ist. Nach Kuh werde ich schon mal wieder ein bisschen mehr Gas geben. Also wir, letztes Rennen, wir keine probieren Punkte für mich. Dieses jetzt Rennen einfach gut zu fahren. Wird es hart. Wird wirklich hart. Dieses Rennen es wird wirklich Punkte. Hart, aber wir probieren wenigstens Punkte zu kriegen. Auch wenn ich nur einen Punkt kriege, weil ich 10. bin, ich probiere jetzt wenigstens Punkte zu bekommen. Und für Monaco und die Rennen nach Monaco werde ich dann jeweils immer trainieren und immer irgendwie... Ja. Ja, bei mir wird, also Monaco plane ich keine Punkte ein. Gelb und Weiß auf dieser Kackstrecke. Na, ich mach's. Nee, ich mach's nicht. Ich fahre eine Einbox. Und ich überlege, ob ich meinen Wagen auch leicht mache. Ich fahre eine Einbox, das passt schon. Brauch mehr, sowieso mehr als eine Box. Ja, das kann passieren. 33,5. Geplant. Und nehme ich mit. Machen wir jetzt. Ich mache 35 und geplant einfach gelb-weiß. Wir müssen ja eh wegen Regen wahrscheinlich nochmal gehen. Und. Ja, das stimmt. Ja, gucken wir mal. Deswegen umso besser. Nicht. Also deswegen mache ich rot und dann gelb lang hoffentlich. Und dann am Ende nochmal. Ah, da habe ich jetzt noch. Oh Gott. Da hätte man jetzt nochmal detaillierter drauf gucken können. Ab wann es wirklich anfängt zu regnen. Egal, man kann ja mit dem Boxenfunk sprechen. Ja, das passt schon. Ich bleib trotzdem bei dir. Auch wenn du recht hast, könnt ihr ja rot-gelb fahren und dann Intermediates. Aber das kann ich jetzt genauso machen. Das heißt, ich habe die schnelleren Reifen für den Start und ich habe ein leichteres Auto.
heißt, ich werde dich vielleicht, wenn ich einen guten Start habe, schon direkt da überholen. Aber ich also glaube, mein Start ist fast immer besser als deiner. Ja, das stimmt. Also. Aber hast du die Hilfen sind jetzt aber wieder bei dir, nicht? Nee, dass nee, das ist, sind, oder? Es ist alles wie bei dir. Ja, also bei F1 2018 ist es auch so. Automatisch bekomme ich die gleichen wie du, kann sie nur noch mehr deaktivieren. Also ich kann sie nicht aktivieren, sondern mehr deaktivieren. Zum Beispiel die Traktionskontrolle hast du ja auf Mittel. Ich kann die nicht auf komplett stellen, weil die von dir übernommen wird quasi. Aber ich kann sie auch komplett ausstellen. Das bleibt mir offen. Aber hochstellen kann ich sie nicht. Na, das machen wir komplett aus. Ja. Nur wenn du es auch machst. Ich hab gehört, das ist richtig gut. Das ist so ein Trick. Ja. Wie er mich hier verarschen will, ne? Ja, also ich habe dasselbe wie du. Außer, dass ich jetzt die Ideallinien auf 2D habe und halt die Kameraperspektive ein bisschen anders. Das kann man dann schon einzeln einstellen, aber... Das ist ja nichts Gravierendes. Das verändert ja nicht die Fahrphysik oder so. Das wird crazy jetzt. Das wird ultra crazy. Also ich habe jetzt gerade schon gesehen, die Strecke ist wieder nicht ganz so breit. Also eventuell muss ich auch einen vorsichtigen jetzt machen. Ich will nicht wie bei Aserbaidschan starten und jetzt dann irgendwie allen fast ungebremst quasi drauf fahren. Ja, das will ich. Ey, weh, du fährst mir drauf, ne? Du bist links. Du bleibst auch hoffentlich links. Ja, ich bleib links und zieh dann in die Enge. Die zweite Kurve nämlich eng, die erste nämlich weit. Ja, ich nehm. Warte, du nimmst die erste eng? Die zweite eng. Die erste geht ja nach rechts und dann geht gleich eine nach links. Ja. Die nach links nehme ich dann eng und da hoffe ich, kann ich an welchen vorbeiziehen. Ja, ich nehme beide eng, hoffentlich. Also die erste fahre ich schon raus und ja. Boah, viel Glück, hoffentlich. Leute, hoffentlich guckt euch diesen Mini-Ding da auf der rechten Seite an. Das ist quasi fast kein Platz. Hey, du hattest einen besseren Start als ich, wobei ungefähr gleich. Ja, ungefähr gleich. Ich glaube, ich muss früh bremsen. Wobei, nee, die Strecke wird ein bisschen breiter. Jawohl. Ich lass schon vom Gas. Ich habe keinen Bock, da rein zu brettern, so wie du. Oh, wir bleiben alle stehen, danke. Kann ich nix. Das wollte ich vermeiden. Stimmt ja, Leute, wir sind ja immer noch dabei. Ja, aber alles okay, noch im grünen Bereich. Also nicht ganz im gelben Bereich eher, aber das ist noch im. Ist noch okay. Ach, scheiße. Ich musste über. Ich dachte so, boah, die machen da voll viel Platz und plötzlich lecken sie alle ein. Ja, dann musste ich über den Rasen fahren und da konnte ich nicht so gut bremsen. Ansonsten hätte ich es locker geschafft, abzubremsen. Wäre da Asphalt gewesen, aber ich musste halt ausweichen, weil die anderen haben sich da halt gegenseitig überholt. Hätten die sich nicht überholt und wären nach rechts gelenkt, dann hätte das alles funktioniert. Aber andere waren auch gierig. Ja, klar. Wichser. Kennen die nix. Ziehen sie welche, was für einen Platz hast du dadurch eigentlich bekommen 15er. Jetzt? Durch die Aktion. Also ich habe ein paar überholt, jetzt nicht gravierend viele, aber ein paar ist schon ganz gut. Ah, jetzt funktioniert meine Benzinanzeige auch immerhin wieder. Ja, fürs Rennen ist ja noch wichtiger, also es passt schon. Okay, ich muss an die Box. Das ist natürlich kacke. Boah, statt Ziel wäre. Ach, so wieder dieser scheiß dritter Sektor. Immer dasselbe. Das wird bei mir. Glaube ich wieder nicht. Das ist wie letzte Saison. Ich hasse die Strecke einfach. Das ist einfach. Die bleibt kacke. Gasly zieht an mir vorbei. Okay. Das ist einfach so eine Rutschpartie, diese Strecke. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas mir noch erkämpfen kann. Keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich hoffe, dass ich mir was erkämpfen kann. Kann schon möglich sein. Dass wir beide, wie gesagt, man muss ja nicht zu krass jetzt, aber wenigstens auf dem 10. Platz oder so. Das wäre ganz geil. Alter, du Dreckspiel, ich will mit euch, mit der Box sprechen. Wieso geht das nicht? Box,
Wetterdienst. Wetterbericht. Ja, können Sie noch nichts drüber sagen? Nein, ich glaube, das geht irgendwie erst ab Runde 10 oder so. Also es geht auf jeden Fall immer recht spät mit dem Wetter. Ja, ich werde es schön langsam fahren. Die roten Reifen müssen jetzt auch erstmal wieder Temperatur bekommen. Ah, dieser dritte Sektor, die erste Kurve nach links, nach dieser Geraden. Hättest du noch ein paar mitnehmen müssen, so die hässlich. Auch an die Box müssen. Konnte ich nicht. Weil jetzt fährt keine. Ja, 18.000. Guck mal, wie er mich überholt! Force India, Alter. Und ich wollte auch keine Strafe bekommen, weil die sind ja alle nicht durchsichtig geworden bei meinem ersten Crash quasi, mehr oder weniger. Wieso ist da ein... Force Alter, India ist viel schneller als ich. Mich überholen die. Wieso... Das ist voll kacke. Ist eigentlich kein Safety Car gekommen bei so einem Crash. Ich meine, anscheinend ist ja eigentlich gar nicht so viel kaputt gegangen. Sah heftiger aus, als es war. Aber ich finde das voll geil mit dem nicht unsichtbar werden. Ja, ich finde es auch geil. Stell dir vor, ich wäre da so reingeprescht, wäre nicht unsichtbar geworden und hätte einfach durchfahren können, ich wäre Erster. So, komm. Also, wenn ich vernünftige Runden fahre, die ich auf Spanien nicht fahre. Das war schön. Richtig geiles Überholmanöver und auch noch DRS mitgenommen. Gut gemacht. Eigenlob hier. Ach, diese Scheißkarte, ey, diese Rennstrecke. Lila Sektor. Ah, halt im ersten Sektor. Erster und erster Sektor ist okay. Zweiter Sektor ist ja auch okay. Dritter Sektor ist einfach der absolute Hurensohn-Move. Tja, machst du nix. Ist aber auch wirklich so, da findest du den nee, gut. Nee. Ich dreh mich da immer. Ich dreh mich fast immer. Aber Force India überholt mich auf der Startziel immer. Ich habe ihn gerade zurück überholt und auf Startziel hat er wieder überholt. Jetzt hätte ich mich fast gedreht, hätte ich nicht aufgepasst. Die heißen übrigens nicht mehr Force India. Wie dann? Force India ist pleite gegangen, in Insolvenz und wurde gekauft und die heißen jetzt Racing Point. Alles klar. Aber im Spiel heißen die noch Force India. Okay. The fuck. Ich weiß nicht, ob das im Spiel irgendwann geändert wird, aber in echt heißen die jetzt Racing Point. Okay, dann hat mich Perez von Racing Point überholt. Und du bist krass. Danke sehr. Gib mir Mühe. Wenn du so weitermachst, muss er jetzt ganz doll aufholen. Dann geht das klar, aber. Ja. Wenn man so fährt wie ich. Wenn die irgendwie einen Boxenstopp mehr machen müssen wegen Regen und ich gut fahre, dann. Mich überholen alle. Dann kann es tatsächlich ja, was werden, was aber ich bin jetzt der? Auch gerade auf roten Reifen unterwegs. Ich hasse Racing Point. Weiß gar nicht, ob. Ach, scheiße. Was sagen deine Reifen? Die sagen, es tut weh, warte mal. 9, 6, 12 und 11. Alter, meine sind ein... Junge. Eine Runde jünger. Sogar Sirotkin und hat mich ich hab wohl. Viel mehr. Wie viel ja, bist vor du dir! Gut doch! Also Punkte für dich, ne? Ist drin. Ja, die überholen mich alle. Ich weiß nicht, was ich mache. Sirotkin, Force India oder Racing Point überholt mich alle auf der Startziel. Du musst Gras geben. Ach. Ah, du hättest die aufhalten müssen oder so, damit ich rankomme. Ja, die sind ja hier so aggressiv, die schießen. Ach so, aber du hast gelbe Reifen, ne? Keine roten. Ah ja, okay. Das ist die schießen, die ballern dich ja in die Wand, so aggressiv wie die hier immer sind. Kennen wir ja. Mach keinen Scheiß. Mann, ich fahr besser als die Spitze und ich bin letzter. Ja, bald nicht mehr.
Ich habe Sirotkin jetzt wieder, aber ja. Eine alternative Strategie anbieten, wo es so richtig gar nicht passt. Wo man so keine Zeit hat zu gucken. Sind die behindert? Die wollen, dass ich in 3 Stops. Oder was? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,3. LOL, welche sind schon in der Box gewesen? Achtung, Achtung! Gelbe Flagge da vorne. Alter, ich hab gerade im dritten Sektor Vettel diese Scheiße. Vettel hat Probleme irgendwie, es hat's rausgedreht oder irgendwas. Okay, alles klar. Vettel steht quer auf der Strecke. Wir müssen aufpassen. Oh. Erster Sektor, der tief am Anfang. Nein, ich will nicht gegen die Wand. Ich bin raus. Ich wollte nicht gegen die Wand. Wie hat's das denn? Wieso schafft mein Auto sowas? Finde ich aber gut, dass Vettel keine Punkte bekommt. Ja, ich bekommt. Weiß nicht, ob er ganz raus ist. Ich glaube das. Ah, nee. Hä, warte, was? Hä, ja, aber da stand gerade immer noch ein. Hä? Zeigt das nicht so ganz, was gerade passiert ist. Ja, ich bin raus, das ist passiert, Alter. Du bist gerade voll leise. Ja, weil ich leise rede. Mann, ey, was? Die waren an der Mann, Box. Die waren an der Box, weil ich fahre nur eine Einbox-Strategie. Und. Ja, da war keiner. Doch, voll viele waren an der Box. Ich war auf einmal Elfter. Ich war Elfter auf einmal. Ich war Elfter und die waren, Hamilton war auf einmal hinter mir, Sirotkin oder irgendwas war 13. vor mir auf einmal und dann habe ich den auch noch und was weiß ich. Und dann habe ich in der einen Kurve zu spät gebremst, mich hat's über das Kiesbett drüber und in die Wand, ich habe mein Auto nicht mehr zum Stehen gebracht. Die waren an der Box, ich sehe das ja auch hier. Kann das, wie viel Abstand habe ich zu denen? Das kann gar nicht, also das kann ja nicht. Da habe ich so viel Doch, Abstand. Das kann. Jetzt ja, habe ich Vettel überholt. Der war gerade an der Box. Stimmt, der war an der Box. Jetzt, ja, jetzt ist gerade einer so, noch weiter vor mir. Du bist schon mal hinter Sirotkin, 2,5 Sekunden. Der ist 7 Sekunden hinter Hartley. Und dann kommen alle hintereinander. Also die sind alle beieinander, aber es ist halt ultra dumm, dass ich wieder raus bin, echt. Ich bin schon so oft rausgeflogen jetzt in F1 2018. Ha. Naja, ich mache jetzt erstmal ein paar Bilder und dann, wie gesagt, für Monaco trainiere ich auf jeden Fall und für alle nach Monaco auch. Doch, mach ich auch. Für alle nach Monaco werde ich auch natürlich weitermachen und trainieren. Ich werde mich ransetzen in den nächsten Tagen, wo Jan nicht da ist. Na, hart ist es. Wo Jan nicht da ist, werde ich echt viel F1 spielen. Ich lasse meinen Lenker hier aufgebaut. Werde natürlich auch PES für euch aufnehmen und so. Das ist bestimmt schon auf meinem Kanal online gekommen. Sofern die Lizenzen da raus sind. Aber ich lasse meinen Lenker auf jeden Fall stehen und werde ganz, ganz viel F1 zocken. Und viele Spielstunden sammeln. Und vielleicht werde ich dann ein bisschen besser. Ich hoffe es einfach. Gut, das war's von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie weit dein Part ist, weil ich die Aufnahme nicht unterbrochen habe mittendrin. Ja, jedenfalls, haut rein, schaut bei Jan vorbei und bis dahin. Ciao, ciao. Oh.